Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Matchmaking. Wir spielen Overpass. Und ich kann es schon spüren. Das Spiel wird hoffentlich gut. Hör mal rein. Hallo Team. Hola. Hola. Sehr gut. 3 auf B finde ich schon mal gut. Jetzt ohne Flux, das finde ich gut. Incoming. I'm gonna rotate to A. Das letzte Matchmaking kam wieder sehr gut an. Ihr habt ja auch schon danach gefragt gehabt. Oh shit. Oh nein. At least 3 or 4. Oh nein. Scheiße, Mann. Ich hab's voll versaut. Fick ihn. Na, einige von euch haben angesprochen, dass sie es wohl besser fänden, wenn ich Full Matchmakings bringe. Ich denke, das sind noch einige neue. Willkommen. Ich habe meine Matchmakings eigentlich immer geschnitten gehalten. Das war das oder ist das Besondere an mir. One is on B, Spot. One is half HP on B. Aber ich weiß, dass viele, wie gesagt, gerade die Neuen, die das eben nicht kennen, dieses Ungeschnittene gewohnt sind. Ich habe schon ein paar Mal ungeschnittene Videos hochgeladen. Die kamen natürlich nicht so gut an, wie die Geschnittenen. Es wurde dann sogar oft in den Momenten gesagt, ja gut, aber die Ungeschnittenen sind ja echt zu lang. Also, das ist natürlich logisch, ne? Ungeschnittene Videos sind... ja, natürlich viel länger als die Geschnittenen. Nein, nein, nein. Ach, der erste war kein Headshot, okay. Ich dachte gerade eben, ey, ich gebe ihm einen Headshot, wie viel verschissenes Life kann der noch haben? Ja, ich kann auf jeden Fall gerne wieder ein ungeschnittenes Matchmaking bringen. Es ist nur so, dass es jetzt im Moment noch nicht so gut geht. Ich bin fast wieder gesund, aber ich huste immer mal wieder. Es kommt jetzt gerade alles raus. Ich huste sehr oft hart ab, so wie gerade eben. Und diese Huster schneide ich einfach raus, weil sie sehr laut sind. Und manchmal ist es so ein richtiges Gekollere. Und das nervt halt nur. Wenn ich wieder ganz gesund bin, kann ich also gerne wieder ein ungeschnittenes Match hochladen und dann... könnt ihr neu entscheiden, wie es euch so gefällt und oder nicht gefällt. Gut, jetzt müssen wir halt ultra defensiv spielen. Wir haben jetzt unsere Kaufrunde. Läuft bei uns. I'm gonna rotate to A. Gut, ich bleib jetzt hier. Ich denke, dass sie gleich hier sind. Nice. Wo guckt denn der hin? Auf Long? Okay, gut. Ey, ich habe wieder so lange gebraucht, den zu legen. Ne? Manchmal frage ich mich, was mit mir los ist. Bomb down in front of A. Long, I need help. Ja, flash mich. Das ist eine extrem gute Hilfe. Natürlich. Gott, warum flasht mich dieser verschissene Mate? Sowas macht man doch nicht, oder? Es ist... also erstens mal hat er die Flash nicht angesagt. Er könnte mich ja... hätte ich danach gefragt. Flash, Flash, please. Damit ich raus kann. Aber ich hab nicht gefragt. Er sagt sie nicht an. Ich bin flashed. Muss gucken, dass ich mich verstecke in diesem scheiß LKW. Und dann ist er doch nicht mal hier, der Mate. Nachdem er mich so aus der Bahn gebracht hat. Sondern er steht da hinten und ist ultra safe von dem, der mich weggefickt hat. Vielen Dank. Sowas macht mir schon leicht stinkig, ne? Stinkig. Ich glaube, ich gehe mal aggressively auf... oh. 1B. Okay, bei dem spielt jemand Klavier im Hintergrund. Was ist schon los? Incoming. Schnell, 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 schnell. Vielleicht flash ich ihn jetzt auch mit der Nate. Hm, wer weiß. Guck mal, er macht das schon wieder. Er flasht von da unten rum. Ja, easy, Mann. Kobe! GG, Mo. Mofo. Halt. He's long. Da wäre vielleicht das Durchziehen nicht schlecht gewesen. Da hat er recht. Okay, jetzt verschieben alle wieder irgendwo hin. Das ist vielleicht ein widerliches Team. Leute, letzte Runde war so geil. Und jetzt habe ich das Hurenbock-Team am Start. Sehr schön. One Toilets. Wow. Öko, Öko. Oh, er kauft einfach. Ohne Zombie. Oh Gott. Was ist denn der Sack? War das der? Ach, kommt. He's low HP on B. Und keine Sau kommt zu mir. Ich call, hey Leute. Leute, da ist was. Hoffentlich holen die Dödel das jetzt. Wieder so unglaublich unverdient, ne? Die laufen rum wie so zwei verwirrte Opas. Water. Also. Und der Bock, schaut euch das an. Kriegt jetzt den Bomben-Diffuse, ja? Hat sich wieder einen Kill gesnackt, kriegt halt auch die Punkte und meint, er wäre dann gut auf diese Punkte und auf die Kills hin. Es gibt Kills, die nichts wert sind. Die einem in der Liste anheben, aber die kaum zum Spiel dazu beitragen. Natürlich trägt jeder Kill ein bisschen dazu, ja? Aber es ist ganz klar, dass es Kills gibt, die halt sehr, sehr viel wert sind. Und andere sind einfach nur halt mal eben noch einen Kill gesnackt, ne? Um nicht so schlecht dazustehen. Und solche Leute, die dann durch Luck oder einfach durch Rumpimmeln, ja? Einfach noch ein paar Frags am Ende der Runde holen, ja? Die eigentlich nicht mehr nötig wären. Klar, man kann den Leuten dann einen finanziellen Schaden reindrücken, der nicht schlecht ist. Das will ich gar nicht. Fuck. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt einfach Kills, wo man sagt, gut gemacht, du Vollidiot. Ne, so. Und das alles wäre nicht schlimm, wenn er wenigstens kein Arschloch wäre, ne? Und so rumlabern würde. Dann wäre das ja gar nicht tragisch. Hört ihr's? Wenn ich ihn schon labern höre. Also eigentlich menschlicher Abfall. Material, das man hätte verwenden können, um Regenschirme zu machen oder so. Aber es ist ein Mensch draus geworden. Und er ist so ein Regenschirmmensch und fuckt einfach andere Leute ab. Widerlich. Widerlich! Grün ist cool. Mit, oh, okay, okay. Grün ist so ein richtiger Engländer. So ein fancy Boy. Der hat einen Regenschirm dabei, während er spielt. Und einen Monokel auf. Der ist cool. Bauunternehmen Hübner. Auch cool. Ich weiß halt gar nicht, warum ich so getriggert von dem Kerl bin, ne?
Das letzte Spiel war total geil. Ich hab die Mates des Jahrhunderts gehabt. Hat richtig Spaß gemacht. Alles war geil. Und jetzt fuckt mich dieser kleine Knilch so ab. Keine Ahnung warum. Aber diese Kill-Geschichte ist übrigens ein nices Thema, das ich auch mal ansprechen muss. Dass Kill nicht gleich Kill ist. Dass es wirklich wertlose Kills gibt, oder? Ja, doch, wertlos ist gleich mit einem ganz, ganz bisschen Wert nur noch, in dem Fall. Oder in diesem Zusammenhang. Wir hatten es ja erst letztens in einem Stream darüber, ne? Dass es, okay, Short kommt bestimmt auch gleich was durch. Ja, wenn der Kollege wegrennt, dann renne ich natürlich auch weg, ne? Ist ganz klar, aber... Scheiße. Es ist in CSGO einfach so unglaublich wichtig, wie man drauf ist, also als Person, als Charakter. Wenn du ein richtiger Bock bist, dann kannst du den Leuten das Spiel versauen, dass es, nicht mehr feierlich, wie schnell das geht. Vielleicht hattet ihr schon so Fälle. Man hat jemanden im Team, der einfach nur abfuckt. Dann mutet man ihn, das gesamte Team mutet ihn und schon läuft's. Schon läuft's. Hallo? Orange und Blau? Beide stehen auf B. Der eine deckt mit der AWP Short ab, der andere steht Onspot und es kommt einer von Onspot Short, hä? Weißt du, was er wieder labert? Mit seinem kleinen Nuschelmund. Na, ah, they're coming. Bombers on A, guys. Need help. Wait a second. Shit, sorry. Habt ihr's gemerkt? Ich hab's gerade wieder gespürt. Hab's gespürt einfach, der Global. Und dann läuft er einfach da unten hin. Das ist schon so ein bisschen frech von ihm. Wie steht's denn eigentlich? Okay. B-Short is coming. Go, go, go. Jawohl, sehr gut. Einer ist schon mal gefallen. Won't be long. Nice. Flash from short, B-Short. Aha. Maybe at your position, Orange. Attention. Short is down. Nice. What the fuck? Warum haben wir den jetzt? Das ist doch scheiße. Nice. Let's go fast. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. No one is T-spawn. Okay, then let's go B. Be pushed. Incoming blue. I'm behind you. Are you gonna stay B-Short? Nein, 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 nein. Connect das down. Ach du Scheiße, habe ich gerade gestruggelt. Nice. Naja, ich bleib oben stehen. Einer wird pushen, um sich den Bot zu holen. Da haben sie schon recht, die Boys. Nice. Und es kommt ein Connector. So is coming B-Short. Attention. B-Short now, I think. Ja, flasht mich. Dankeschön. Sorry, was the slow. BBD, jetzt wirst du langsam, aber sicher wirklich, angenehm. Er wird echt angenehm. Ich denke wahrscheinlich auch, weil wir gewinnen, ne? Ihr wisst ja. Der innere Pisser des Menschen zeigt sich erst, wenn dieser Mensch am Verlieren ist. Erst dann sieht man, ob jemand wirklich cool ist oder ob er nur ein verdeckter Pimmelnasen-Esser ist. Incoming Connector. Ach, scheiße, gib mir noch einen Headshot. Das war so blöd, dass ich mit... Also mit Pauken und Trompeten da drauf gerannt bin. Es hätte auch in die Hose gehen können. Ey, wir sind die ganze Zeit nur zu viert und legen die, ne? Was ist mit unserem verschissenen Mate los? Noch eine Minute, dann ist er weg, der Thiabo. Aber hey, unser Schaden soll es nicht sein, ne? Nein! I'm going connector, incoming. Connector is down. Another one connector. Fuck, he closed the door. He's inside. Nice. Ich habe mit dem zweiten jetzt nicht gerechnet, saublöd. Obwohl das der erste von vorhin war, der andere kam nur dazu. Habt ihr meinen Sprung gesehen? Ich wollte die Tür zumachen. Yeah, we need to kill this city. This is rushing at our bot. Connect us down. One is bank. I got a molly bank. Need help, I got a plant. Cover me, please. Guck mal, es guckt keiner in den verschissenen Truck rein. Gerade bei Truck kann ich so eklig gebumst werden. Nice. One connector, I think. Yeah, one is connector. Das down. Und er gibt mir trotzdem 20! Ich meine 80! Mate. Oh fuck, he's toilets. What the fuck? Alter. Alter, hey, hey. Was ist mit euch los? Was ist mit euch los? Hört auf zu labern. Auf einmal bricht er aus ihm raus. Okay, let's go be fast. Nice. I go short. Last one is city. Just let him come. Ja, ich hätte gerne AK. Da ist ja einer. Ey, das ist so ein knappes Spiel gerade. Also die Rush sind schon nicht schlecht, wobei ich finde es halt echt gefährlich mit unserem Bot. Also nicht gefährlich, es ist ein guter Bait, der Bot, weil die Leute wissen, ah, sie rushen wohl gerade auf B, dann komme ich mal von A und kill noch schnell den Bot. Och was! Ich habe so fest mit einer MP gerechnet, ne? Und dann ist da eine AWP. Ja, mit dem Sack habe ich gerechnet. Es waren aber auch noch drei zu dem Zeitpunkt, also ich habe da nicht ganz aufgepasst. Das war ein bisschen blöd. Okay, let's push, ey. I'm gonna molly bank. A smoke spot for you. Oh, der Mate ist es. Der Mate. Behind. Nein. Oh Gott. Na fuck. Ja, Orange. Bomb is planting for you. Das war ein bisschen dumm. Das war wirklich ein sehr dummer Move. Also von uns allen irgendwie. Dieser Usage ist doch irgendwie taub, ne? Wegen ihm haben wir, denke ich, auch so ein bisschen verloren, weil er gerade nicht mit am Start war. Wir waren alleine. Auf A. Oh fuck.
Oh, wow, wow, wow. Disconnected. Orange war noch kilometerweit entfernt und trotzdem ist ihm einer durchgegangen, der dann hinter mir und Barbecue oder wie er heißt war. Und ja, das war schon irgendwie... Ja, was macht Orange? Nichts. So, guck mal, wir haben die Kontrolle auf dem Spot. Fast. Jetzt haben wir sie. Und Orange... Water One. Und Orange war noch nicht direkt da. Oh. Das ist halt scheiße. Es wäre möglicherweise wieder ein Win gewesen, weil wir eine Waffe mehr auf dem Spot gehabt hätten, die zurückschießt und dann jemand, der die Bombe legt und so weiter und so fort. Wir machen jetzt ein langsames Spiel. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal vielleicht sogar hier... Ich weiß nicht, ob ich beim Bot bleiben soll. One short, toilets maybe, right side. Scheiße, Mann, das wird ein ekliger Los. Es ist gerade echt einfach, ja, pechbehaftet. Beziehungsweise die Gegner haben so viel Glück, dass wir gerade so schlecht zusammenspielen. Man hat aber gemerkt, in den Runden, wo wir on point waren, haben wir sie dominiert, auf jeden Fall. I go for plant, cover me please. Wenn man aus Versehen diesen blöden, nicht Ultraspray, aber halt so Mittelspray, dann zackt das schon ein bisschen. Dann zackt das echt schon ein bisschen. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich Blau wirklich gemausert. Let's go eat together, guys. Incoming, I'm long. I'm molly him. He's mollied. Schiss, dass hinter mir einer kommt. Nice. Schaffen wir noch einen Draw? Ich meine, natürlich schaffen wir das. Die Einstellung muss da sein, Leute. Die Einstellung. Ich habe hier immerhin schon mal mehr Punkte als im letzten Spiel. Das ist, nett. Ich gehe short, ich gehe short. Ich muss short gehen. Fuck, they're coming. One is low HP on spot, he's defusing now. Nice. Pretty nice. Leute! Oh mein Gott, der letzte war von denen AFK, oder was? Das ist ihr erster gewesen. Der war scheinbar jetzt AFK. Das war wirklich ein knappes Spiel. Ho, ho, ho. Vor allem am Ende, als ich diesen einen oben einfach nicht bekommen habe im Window, der Headshot wollte nicht reingehen, dann kommt der Short und ich verreck. Ich dachte, okay, das war's, das ist gelaufen. Der Meister ist nicht mehr da. Aber es wurde verwandelt. Dafür sollten Teammates da sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.